Hi und herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute nähe ich ein Osterkörbchen, denn bald steht ja Ostern schon vor der Tür. Ich habe mir ein lustiges Körbchen ausgedacht mit Hasenohren, das sich auch prima tragen lässt zum Eiersuchen. Wenn man die Ohren auslässt, kann man das Ganze auch einfach als Utensilo benutzen und für verschiedene Sachen einsetzen, wie Brotkörbchen oder Kosmetikkörbchen, je nachdem, oder für Spielsachen. Aber ihr findet bestimmt ganz viele Möglichkeiten, um es einzusetzen. Und wenn du neu hier bist, dann abonnier doch meinen Kanal. Drück unten die Glocke, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn es was Neues auf meinem Kanal gibt. Besucht mich auch gerne auf Instagram und auf Facebook. Die Kontaktdaten sind unten immer in der Infobox verlinkt. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Für das Osternkörbchen habe ich jetzt vorbereitet zwei Baumwollstoffe, Flieseline H630 und einen Teller. Ich nehme mir als erstes jetzt einen Baumwollstoff, fahre einmal rum. Den Durchmesser brauche ich jetzt, um auszurechnen, wie viel Länge ich für die Seitenwände brauche. Da nehme ich meinen Durchmesser, das sind 21 cm, und rechne es mal Pi. Pi ist ein fester Wert, das sind 3,14, also rechne ich 21 mal 3,14 und erhalte dann meine Länge der Seitenwände. Man muss hier auch keinen Teller nehmen, man kann sich auch einfach einen beliebig großen Kreis zeichnen mit einem Zirkel oder einem großen Deckel von einem Topf und davon dann den Durchmesser nehmen und die Seitenwände ausrechnen anhand der Formel. Für die Seitenwände habe ich mich jetzt auf 22 cm Höhe festgelegt. Diese zeichne ich hier ein, zeichne es an mehreren Stellen ein, damit ich das Ganze dann gerade abschneiden kann. Bei der Länge ist noch zu beachten, dass man zu dem erhaltenen Wert die Nahtzugabe zugibt an beiden Seiten, da die Stoffe zusammengenäht werden. Also ich nehme hier plus 2 cm Nahtzugabe. So, meinen Streifen habe ich jetzt hier auch zugeschnitten für die Seitenwände. Jetzt schneide ich noch die Ohren zu. Für die Ohren lege ich mir hier ein Stückchen Stoff in Bruch. Hier kann natürlich jeder selbst entscheiden, wie lang sie werden und wie breit sie werden. Ich möchte sie etwas länger machen, damit ich sie zubinden kann und die Kinder es in der Hand tragen können. Ich mache sie auf 10 cm Breite, die Ohren. Zeichne mir hier einmal eine Linie ein und halbiere sie. Von diesem Punkt zeichne ich eine senkrechte Linie nach oben. Ich mache die Ohren jetzt auf 48 cm. Halbiere dieses Maß, mache mir hier eine Markierung. Das ist einfach als Orientierung und verbreitere die Ohren hier an dieser Stelle jeweils 1 cm nach rechts und nach links. Verbinde diese Punkte mit den unteren Punkten und von der Mitte aus, von den Punkten zur Spitze hin. So, nun schneide ich die Ohren auch aus, schneide gleich durch beide Lagen durch. Man könnte auch die Stoffe zusammenstecken, dass sie nicht verrutschen. So, ich habe jetzt den Boden, Seitenteil und zwei Ohren ausgeschnitten. Die gleichen Teile schneide ich jetzt aus dem zweiten Baumwollstoff aus und zusätzlich aus dem Volumenvlies. Das Volumenvlies schneide ich allerdings 1 cm kleiner aus wie die ganzen Teile. So, meine Stoffe sind alle jetzt zugeschnitten. Jetzt nehme ich mir mein Volumenvlies, nehme hier meinen Außenstoff, nehme die linke Seite und bügel mein Volumenvlies hier drauf. Hier sieht man das, dass ich das Volumenvlies etwas kleiner zugeschnitten habe als den Baumwollstoff. Das mache ich jetzt bei allen Teilen der Außenstoffe, also bei dem rosa Baumwollstoff, bügel ich das Volumenvlies einmal drauf. So, ich habe jetzt das Volumenvlies hier drauf gebügelt. Jetzt nehme ich mir das lange Teil, lege es rechts auf rechts zusammen und steppe hier dieses kurze Teil mit einem Geradstich ab, mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Das gleiche mache ich auch hier bei dem anderen Baumwollstoff. Steppe auch hier die kurze Seite mit einem Geradstich ab. So, ich habe die kurze Seite jetzt abgesteppt. Jetzt viertel ich das Ganze einmal hier in der Naht zusammenfalten, eine Nadel stecken
zusammenlegen und an den Seiten auch Nadeln stecken. Das gleiche mache ich auch hier. Und bei dem Kreis lege ich es einmal zusammen, stecke auch hier Nadel rein und auf der anderen Seite lege es einmal um und stecke hier auch Nadeln rein. So, nun lege ich rechts auf rechts den Kreis hier rein an die Markierung, füge alle Nadeln zusammen. So, und die letzte Nadel. Man könnte hier zwischendrin auch noch Nadeln stecken. Somit wird der Boden des Körbchens gleichmäßig angenäht. So, festgesteckt ist es. Jetzt nähe ich das Ganze einmal mit einem Geradstich rundherum fest. Genau das gleiche mache ich auch bei dem zweiten Baumwollstoff. Und wenn ich schon an der Nähmaschine sitze, steppe ich auch noch die Ohren ab. Dann nehme ich mir einmal den rosanen Stoff und den bunten Stoff. Lege es rechts auf rechts zusammen, stecke ihn zusammen und steppe auch das Ohr mit einem Geradstich einmal ab und lasse hier die Wendeöffnung offen. So, ich habe jetzt alle Teile zusammengefügt, den Boden an die Seitenwände dran genäht. Jetzt schneide ich hier Knipse ein, damit sich das Ganze schön in die Rundung legt. Bei den Ohren hier oben schneide ich einmal die Spitze ab, so dass sich das Ganze auch schön hier in die Spitze reinlegt und schneide etwas die Nahtzugaben zurück. Genauso hier in den Rundungen auch ein bisschen einschneiden und auch bei dem Teil hier. Nur aufpassen, dass man die Naht nicht verletzt. So, dann wende ich erstmal hier dieses Außenteil. Und bei dem Außenteil möchte ich hier noch Knopfaugen annähen und eine Nase, damit ich ein Hasengesicht habe quasi. So, ich habe mich jetzt gegen die Knopfaugen entschieden und habe einfach hier was reingestickt. Nun lege ich das äußere Teil rechts auf rechts in das innere Teil rein. Und zwar so, dass sie hier die Nähte treffen. Lege die zusammen. Die Ohren werden bei dem Nähvorgang gleich mitgefasst und die lege ich auch gleich rein, um die Ohren gleichmäßig zu platzieren. Schaue ich, wo die hintere Mitte ist und die vordere Mitte, indem ich das hier einmal so zusammenfalte. Schiebe das Ohr in die Mitte, stecke es fest und das andere Ohr genau gegenüber, so dass beide Ohren auf gleicher Höhe angenäht werden. So, nun steppe ich das Ganze rundherum ab und lasse irgendwo an einer beliebigen Stelle eine gute Wendeöffnung, dass ich gleich das Körbchen gut wenden kann. So, meine Lieben, so sieht mein Körbchen aus. Ich habe es abgesteppt, einmal gewendet und außen nochmal abgesteppt. Dabei hat sich die Wendeöffnung geschlossen. Die Ohren kann man jetzt zubinden und als Tragekörbchen benutzen, zum Ostereier sammeln zum Beispiel. Oder man legt da Spielsachen rein und es dient einfach als Deko im Kinderzimmer oder woanders. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, für was ihr dieses Körbchen benutzen würdet. Meine Kinder waren zwischendrin mal hier im Nähzimmer und haben sich schon drüber gefreut und haben gesagt, ich möchte das gern haben. Sie freuen sich riesig auf so ein Körbchen. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Nähanleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und gern einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao!